Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Neben mir der Felix und wir beide gehen heute auf die Tiefkühlspitze machen wir heute. Genau, hinter uns ist jetzt die Dampkerhütte, da wollen wir nicht stören, weil da vielleicht noch Leute schlafen. Und als nächstes geht es auf den Predigtstuhl, das ist eigentlich nur so eine mittelschwere Wanderung. Und ab da beginnt dann die Kletterei. Ich habe jetzt das alles nicht dokumentiert, weil ich jetzt keine Lust hatte, euch den Weg zur Dampkerhütte zu zeigen. Mittenwald kostenlos parken, 700 Höhenmeter circa. Genau. Und jetzt geht's da easy hoch und dann kommt die Kletterei. Das werde ich filmen. Und der Felix macht coole Fotos. Schaut mal bei ihm vorbei. Gerne. Instagram und alles. Ich packe das mal unten rein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einen schönen Tag, oder? Ja, auf jeden Fall. Und let's go. Sehr nice. Keine Ahnung. Wir sind ein paar Mal getappt. Also wir sind jetzt hier am Predigtstuhl und jetzt schaut euch mal diesen Tiefblick auf Mittenwald an. Da unten, wo wir eben durchgefahren sind und hinten Richtung Wetterstein. Richtig, richtig schön. Jetzt kommen hier so 500 Höhenmeter Kletterei. Freuen wir uns drauf. Yes, ein toller Tag. Und vielleicht heute Nachmittag Gewitterschauer, aber bis dahin sind wir schon längst wieder unten. So. Wärmende Sonne, Traum. Absolut geil. Einen guten Tag erwischt, ne? Aber ja. Voll geil. Ja, richtig cool. Noch ganz kurz für euch zur Info: Ich werde die GoPro heute so wenig wie möglich auf den Helm packen, weil der Felix schießt die ganze Zeit voll die schönen Fotos, da ist das total störend. Und außerdem müsst ihr wissen, wenn der Helm so leicht ist, dann bewegt sich natürlich durch die GoPro auch der Helm immer wieder rauf und runter. Und außerdem, die Kletterei ist ja nur an einer Stelle 3+, die restlichen Stellen sind G-Gelände, 1er, 2er Kletterstellen. Von daher werde ich versuchen, den Felix so gut es geht einzufangen, dass ihr die Perspektive habt auf die Kletterei, auf die Wegfindung. Und dann nur in der Schlüsselstelle oder vielleicht bei ein, zwei Stellen werde ich die GoPro auf den Kopf machen. Und ja, das soll es auch gewesen sein schon. Jetzt geht es weiter. Und wir sind jetzt hier schon auf knapp 2000 Meter Höhe. Es bleiben also noch 400-500 Meter reine Kletterei. Und schauen wir uns jetzt mal an. Ist angegeben ungefähr mit 4 Stunden. Schauen wir mal. Ich glaube, so lange werden wir heute nicht brauchen. Let's go. Da ist er wieder. So, Steinmann hier, gut gespottet. Ja, mehr nach Gefühl. Aber, ja. Also anfänglich links und dann in die Schlucht und dann genau. Die Schlüsselstelle kommt relativ früh schon. Ja, also einfach in diesem großen Kessel, den man da oben immer schon markant sieht, darauf zuhalten und dann passt es. So Felix, was war das für Kletterei ungefähr? 1 bis 2. 1 bis 2, ja. Und jetzt zeigt man mit dem Finger, wo es hingeht. Ja, tatsächlich schon da vorne die Schlüsselstelle mit dem Fixseil. Fixseil, ja. Das seit x Jahren drin hängt. Ja. Genau. Könnte man wahrscheinlich auch umgehen, so wie es aussieht. Aber ist dann wahrscheinlich die Felsqualität ein bisschen fragwürdig. Dann gehen wir mal genauer hin und zeigen euch das. Aber Wegfindung war jetzt ehrlich gesagt nicht so schwierig. Nö. Das ist jetzt hier die Schlüsselstelle. Die GoPro ist wieder auf dem Helm befestigt, zumindest für das Stück, damit ich die Hände frei habe.
Und dann schauen wir mal hier. Okay. I see what you're doing to me now. They lie, they steal, they fool us. Deep down, I probably knew that. I think I will be holding on to the one thing that I know is stronger. Love is blind and no one's perfect. Platinum seems so shallow, 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 shallow. Aber das Gestein ist hier ziemlich gut eigentlich. Ja, und da hört es schon auf bei dir, ha? Huh? Ja. Ups. They made us lose our focus. Also ich würde ihm jetzt, keine Ahnung, auch eine 3 plus ist halt was glatt. Ja, kannst du nicht reden. Und ich sag, meine Kletterkünste sind ja eigentlich ziemlich unterirdisch. Also schlecht, aber wie war's jetzt? Ja, gut war's. Du musst ja schon ein bisschen klettern, also oberer dritter Grad, klassisch. Auf jeden Fall, aber nicht so schlimm, wie ich jetzt gedacht hätte, tatsächlich. Bei mir genau das gleiche, also oberer dritter, bisschen glatt, aber nicht so ausgesetzt und ich weiß es nicht. Also das Fixseil, irgendwie ist da viel Mythos dabei, ja. Aber es war jetzt wirklich nicht so dramatisch, wie man liest, ja. Wirklich nicht. Aber ich muss jetzt persönlich auch sagen, fand ich schon die Einzelzüge schwerer als Blassengrad und Wachsensteinüberschreitung. Also nur von den Einzelzügen her. Ja, ja. Halt nicht so ausgesetzt, aber dafür. Genau. Man muss schon mal kurz gucken, was man macht. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass hier noch Sicherungen sind, Bohrhaken und Steinmann. Ja. Dann da hoch. Noch mehr Absicherung. Ja. Eine ganze Menge, ha? Und Steinmänner liegen auch ganz schön viele hier. Ja, man merkt halt, dass die Bundeswehr hier viel am Üben ist. Mhm. Weiter. So, der Weiterweg. Jetzt scheint so, dass wir auf dem Grat bleiben, würde ich jetzt so sagen. Ja. Da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Super, hä? Yes. Echt zügig heute. Ja, voll. Voll. Weit ist nicht mehr. Nee. Ist echt schön. Ja. Also, schön alpin. Immer am Grat bleiben, dann macht er nichts falsch. Und jetzt da oben sieht man schon das Gipfelkreuz, also hier. Und das sind jetzt noch laut Uhr, ja, 100 x Höhenmeter und dann war es schon. Und da weiter, das ist noch ein Steinmann. Und die letzten Meter zum Gipfelkreuz. Das ging jetzt wirklich echt zügig heute. Top. Das war oben.
Und das machen wir jetzt demnächst mal im Winter als Skitour. Westbully. Ja, gibt viele Möglichkeiten hier. Ja. So, Felix, ganz kurzes Fazit zu dem Grat, den wir jetzt gerade gegangen sind. Was sagst du dazu? Ja, war echt schön. War jetzt gar nicht so wirklich ein Grat, wie ich es gedacht hätte. Mhm. War auch ein bisschen leichter, als ich jetzt wirklich gedacht hätte. Mhm. So, aber an sich fand ich es echt ganz cool. Schlüsselstelle haben wir schon was zu gesagt. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Was mich jetzt irritiert durch die ganzen Berichte im Internet mit der Wegfindung. Also ich meine, wir sind sicherlich auch nicht überall alles richtig gegangen. Nee, definitiv. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch kein guter Kletterer, aber da ist immer noch Reserve da und eigentlich ist es nie schwieriger wie 2 oder was weiß ich, 3. Aber 2, eigentlich wird es nie schwerer als 2. Und wenn du dich an dem Grat hältst, dann kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen. Ja. Augen auf, Steinmänner haken. Es ist halt schon relativ brüchig und überall liegt loser Schotter rum. Das muss man halt wirklich beachten. Ja. Auch wenn andere Leute unterwegs sind oder sollten da Gämsen rumrennen, ist das halt immer ein bisschen heikel. Ja. Und ja, man ist halt schnell auch mal in so plattigem Zeug, das dann nicht wirklich fest ist. Ja. Und da sind halt Reserven echt ganz gut. Und vielleicht noch kurz, bevor sich Leute fragen, warum wir einen Gurt dabei haben. Also wir haben tatsächlich einen Einfachseil mit einem 30er, weil wir wussten nicht, ob jetzt die Schlüsselstelle durch das Gewitter gestern feucht ist oder wie schwer das ist oder wie das Fixseil ist. Wir haben es ja beide nicht benutzt, aber wir hätten alles da gehabt, mobil, ja, zum Sichern. Ja, bevor da jetzt irgendwas kommt, fragen. Aber irgendwie waren wir dann mittendrin und das war jetzt auch irgendwie... So, hat gepasst, würde ich sagen. Ja. Ich meine, die Tour ist halt an sich sehr wenig beschrieben. Man hat jetzt auch nicht wirklich die großen Infos, ein paar Fotos und ein paar kurze, ja, Berichte. Ja. Aber das macht auch manchmal so ein bisschen den Reiz an, mhm, aus, finde ich, dass man halt mal einfach drauf losgeht und mal guckt, wo es lang geht. Genau, weil das ist definitiv das erste Video zu der Tiefkarspitze und vielleicht hilft das irgendjemandem weiter. Ja. Genau, und wir gehen jetzt gleich hier über den Abstiegsweg, schauen wir mal so ein Seit zweier Gelände und dann zurück ins Damka. Das filmen wir noch sporadisch und dann gehen wir nachher noch Sportklettern, Eis essen. Ja, klingt doch nach einem Plan. Klingt doch nach einem Plan. Also Abstieg. Hier runter. Einfach schauen. Hier kennt man einen Bohrhaken mit Schlinge. Steinmann. Auf den anderen Grat. Und dann den Abstieg runter. So, die rote Rinne, das Westgully. Und wir gehen jetzt noch weiter in die nächste Einschartung. Und dann geht es über etwas schwierigeres Gehgelände zurück ins Damka. Also von da kommen wir jetzt her, haben jetzt das Westgully liegen gelassen und gehen jetzt hier weiter. Ziemlich brüchig alles. Und dann schauen wir jetzt in die nächste Einschartung und dann geht es schon nach unten. Wir sind jetzt hier abgeklettert. Ob das richtig ist, wissen wir jetzt nicht genau. So Dreier. Ja, definitiv dritter Grad. Mhm. Und nicht viel begangen. Vielleicht alternativ kurz die rote Rinne und dann queren, aber ja, müsst ihr halt selber schauen. Ja, ich würde fast vermuten, dass es die Rinne ist, die man ein Stück runter muss, auch wenn die ziemlich, ja, matschig, schmierig ausschaut. Ja. Aber hier geht es halt viel leichter. Ja, klar. Schaut mal her, jetzt gehen wir hier in die tiefste Einschartung runter und dann geht es in so Einser-Gelände zurück ins Damka. Also hier in die tiefste Einschartung und dann nach rechts runter. Ist im AV-Führer als der Schnellabstieg beschrieben. Also wenn ihr euch da die Beschreibung durchlesen wollt, ist sicher auch nicht verkehrt. So, sag mal was dazu. Ja, jetzt geht's hier runter. Soll anscheinend nicht so schwer sein, so erster Grat Kraxelei, ein bisschen Schotter. Und man muss wirklich am Grat absteigen,
bis kurz vor den nächsten Aufstieg. Ja. Und dann hier quasi in der Scharte davor geht's runter. Dann hauen wir mal ab, oder? Jo. Der Abstiegsweg, das Ende und jetzt ist nur noch Schotter, Gehgelände, Dammkarhütte und weiter runter. Also im Endeffekt ist jetzt die Tour hier gelaufen für uns. So, also zurück am Auto hier in Mittenwald. Ja. Tour beendet. War echt ziemlich entspannt, oder? War echt cool, ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Wir haben eigentlich schon alles erklärt. Abstieg war eigentlich das Heikelste heute. Ja, durchaus. Also deutlich schwerer von der Wegfindung her und auch vom, Gelände. Vom Gelände her. Einfach sau viel Schotter auf Platten. Ja. Echt immer zum Gucken, dass man da nicht ausrutscht. Aber sonst ein lohnender Tag. Ja, ansonsten einfach bei Fragen Kommentare benutzen. Schaut mal beim Felix vorbei. Gerne. Der hat einen YouTube-Kanal, Instagram. Und wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ja, euch einen guten Sommer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.